Willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es um die Fritz Deckt 302, die Heizungsthermostaten für die Smart Home Einbindung. Wir testen die mal. Ich habe mir die selbst gekauft und fand die soweit ganz gut. So, jetzt gehen wir einmal die Schritte gemeinsam durch. Da seht ihr mal, wie schnell das geht. Also wie gesagt, Temperatur steuern, Heizkosten sparen, optimal für die Fritzbox. Dann kann man natürlich jetzt ganz klar sehen, was das alles kann. Hinten steht alles drauf. Energiesparen, zeitgesteuert und ach, Urlaubsfunktion und Fenster auf. Aber das hat mich alles gar nicht so wirklich interessiert. Ich wollte die Zeitfunktion haben, dass wenn ich bei der Arbeit bin, dass ich das Ding ausstellen kann, beziehungsweise das kann man auch übers Internet steuern. Das heißt, ihr könnt die Heizung an- oder ausmachen, auch wenn ihr nicht zu Hause seid. Das fand ich echt toll. Ne? Aber wie gesagt, wir gehen das mal jetzt alles einmal durch. Ihr seht jetzt hier Bedienungsanleitung, Garantieschein. Das ist alles soweit okay. Und da ist das Thermostat drin und eben halt ein Adapter für die Dampfhausventile. Ne? Also ich brauche natürlich das jetzt nicht, aber es ist gut, dass es dabei ist. Ne? Seht ihr, also wer sowas noch hat. Ich habe das ganz normale und brauche nur die Verschraubung. Jetzt gucke ich mir einmal an, wie sieht es aus, wie ist die Qualität. Ja, ist alles soweit in Ordnung. Ist ein bisschen klobig und gewöhnungsbedürftig, weil es viereckig ist. Ne? Hier unten haben wir jetzt das Batteriefach. Na, seht ihr? Und das kann man aufschieben. Das heißt, die müssen ja mal gewechselt werden. Und das ja, ist überschaubar, sage ich mal. Wenn es alle 2 Jahre ist, ist es okay. Naja, soweit, so gut. Jetzt oben ist ein Knopf, da steht drauf, den müssen wir einmal drücken. Und jetzt müssen wir mit der Fritzbox einmal die abgleichen. Das heißt, die Decktaste drücken, dann verbindet sich das Ganze und dann ist das Ding auch schon gekoppelt mit der Fritzbox. Ne? Also wirklich simpel und einfach. Ne? Keine große Programmierung. Und wenn ihr das jetzt gedrückt habt bei der Fritzbox, seht ihr gleich, ist das abgehakt. Jetzt seht ihr warten. Abgehakt, jetzt ist er gekoppelt. Jetzt könnt ihr das auf eure Heizung aufbauen. Ne? Und das war's. Und dann drückt ihr auf OK, dann gleicht das einmal ab und dann läuft das schon. So, jetzt drehen wir den Thermostaten einmal ganz auf. Dann lässt sich das leichter lösen. Einmal die Verschraubung ab, zur Not eine Zange nehmen und dann könnt ihr jetzt das Neue schon raufschrauben. Ihr seht, das ist alles noch in der Grundeinstellung, alles einfach raufzustellen, anschrauben. Und fertig. Ne? Das ist keine Aktion. Und dann könnt ihr auf OK drücken. Das müsst ihr dann länger machen. Hier seht ihr da einmal auf das Plus. Da ist wo OK. Und dann stellt sich das automatisch ein. Hat es eingestellt. Heizung hat er ausgemacht. So, jetzt können wir aber noch manuell am Thermostatkopf natürlich ganz klar alle Temperaturen nochmal einstellen. Wenn nichts programmiert ist, bleibt es so. Wenn es programmiert ist, stellt sich das halt zum nächsten Tag wieder so zurück, wie die Programmierung war. Hier oben könnt ihr einmal die Programmierung abrufen. Da kann man das auf dem Display sehen. Ist zwar sehr klein und auch ein Diagramm. Ich mache alles über die Fritzbox, das zeige ich euch jetzt gleich. Und da kann man das einfach viel einfacher programmieren. Dann haben wir hier noch eine Frosttaste, zum Beispiel, wenn man Fenster auf hat. Dann kann man mal einstellen, dass die Heizung kurz aus ist. Für 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten könnt ihr alles einstellen. Dann speichert das einmal ab und dann bleibt es für die Zeit gespeichert. Und da könnt ihr es natürlich wieder ablösen und dann ist es wieder auf 20 Grad. Da haben wir eine Boost-Taste, wenn ihr mal ganz schnell die volle Pulle haben wollt, einmal ganz kurz aufheizen, könnt ihr auch die Zeit einstellen, ne? 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten und dann geht sie automatisch wieder zurück auf die 20 Grad. Das ist so eine Boost-Taste, könnt ihr auch abbrechen, indem ihr wieder auf den Knopf drückt, dann ist es auch weg. Aber das sind so Sachen, das sind Schnelltasten. Ne? So, und jetzt kommen wir mal zu dem Programmieren in der Fritzbox. So, wir gehen jetzt mal in die Fritzbox und gehen mal zu der Smart Home Oberfläche und schauen mal, was wir da machen können. Da gehen wir jetzt zu Smart Home und dann Geräteverwaltung. Hier haben wir aufgerufen meine 2 Heizkörper, Thermostaten, 2 Heizkörperregler. Die habe ich jetzt schon soweit umbenannt. Das ist ganz einfach. Ihr geht hier nur einfach auf den Stift, dann lüftet es und dann könnt ihr jetzt hier alles verändern, beziehungsweise den Namen und eure gewünschte Temperatur, Zeiten und so. Ne? Das ist alles ganz einfach einzustellen, ist wirklich, seht ihr, eigentlich keine große Aktion. Dann gibt es Tastensperre, dass zum Beispiel am Thermostaten direkt nichts mehr zu verstellen ist. Das habe ich nicht gewählt. Dann könnt ihr eure gewünschten Temperaturen, also Komforttemperatur und Absenktemperatur einstellen. Und demnach könnt ihr dann jetzt hier
auf der Skala einfach den Button antippen für Komforttemperatur und braucht einfach nur mit der Maus langziehen, Knopf drücken, linke Maustaste. Und dann könnt ihr ganz einfach hier, seht ihr, einfach durchziehen, bis wo ihr die gewünschte Temperatur haben wollt. Und danach geht sie wieder in die Absenktemperatur. Dann kann das natürlich auch genauso rückwärts wieder machen und alles rausnehmen. Also ihr seht, dass es das hier um einiges schneller geht, als wenn wir hier immer programmieren. Ich zeige euch das natürlich auch, wie das funktioniert. Direkt Zeitraum eintragen. Hier könnt ihr jetzt den Zustand, hier Komforttemperatur, dann geht ihr auf Montag, dann von wann bis wann, jetzt sagen wir mal von 6 bis 9 Uhr tippe ich mal ein, dass wir da auf jeden Fall jetzt die Zeit hinzu und hier, da oben ist es eingetragen. Ja, seht ihr hier. Und jetzt ja, machen wir mal Mittwoch mal einen Tag. Einmal nochmal rauf, gehen wir auf Mittwoch. Da. Und jetzt sehen wir auch wieder die Zeit von 6 bis 9. Und seht ihr, auch wieder eingetragen. Also das geht alles, es geht sogar direkt am Thermostaten, aber sehr klein. Ne? Da muss man natürlich dann wirklich sich ein bisschen auskennen, das ist eine Spielerei, aber es geht alles. Aber hier ist es natürlich sehr simpel. Ich finde es viel einfacher. Hier haben wir natürlich dann auch noch die Urlaubsschaltung. Welche Temperatur da oder wenn man es ganz ausschalten will, Heizung aus, seht ihr, dann zum Beispiel Fensterauferkennung, empfindlich, mittel oder hoch, also dann Ventil geschlossen, wie lange, ich habe jetzt 20 Minuten, das könnt ihr auch ändern, das ist überhaupt kein Problem, da mache ich jetzt mal 10 Minuten draus und ja, das sind so Kleinigkeiten, die wirklich toll sind an dem Teil. Die Temperaturabweichung könnt ihr auch einstellen, weil ja am Thermostaten direkt an der Heizung gemessen wird. Mitten im Raum ist es natürlich etwas kälter. Wenn es 1, 2 Grad sind, das könnt ihr definitiv korrigieren, sodass mitten im Raum 20 Grad erreicht sind. Dann ist natürlich an der Heizung vielleicht 22, 23 Grad. Das kann man so ein bisschen einstellen, dass diese Temperaturabweichung berücksichtigt wird. Es gibt auch noch die Möglichkeit, einen externen Temperatursensor einzubinden. Damit kann man natürlich die Temperatur genau steuern. Und zu guter Letzt könnt ihr auch den Push-Service einrichten. Dann bekommt ihr die Nachricht, wenn irgendwas mit eurer Anlage nicht stimmt oder die Batterie alle ist. So, und hier haben wir noch eine App fürs Handy. Da können wir von unterwegs aus alles überprüfen und steuern. Ne? Im Büro gemessen 23 Grad, am Thermostat eingestellt 16 Grad. Esszimmer gemessen 20 Grad, am Thermostat eingestellt 16 Grad. Und im Wohnzimmer gemessen 23 Grad, am Thermostat eingestellt 16 Grad. Ich möchte jetzt im Wohnzimmer, wenn ich nach Hause komme, aber am Thermostaten 20 Grad haben. Ich stelle das jetzt hier ein. Und jetzt sollte in spätestens 15 Minuten das am Thermostaten eingestellt sein. So, das war's auch schon mit dem Video. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.